Hi zusammen. Hallo. Heute begrüßen wir euch vor der Kulisse eines Schlosses. Um das geht's aber gar nicht, sondern? Es geht um den Landschaftspark, den der Graf entworfen hat, der hier mal gelebt hat. Genau. Der ist zum Teil bekannt und zugänglich, aber es gibt dann noch ein vergessenes Bauwerk. Das verraten wir euch jetzt noch nicht, aber wir hoffen, wir finden es. Spoiler-Alarm, das haben wir. Doch zunächst begeben wir uns auf den sogenannten Lavis-Pfad. Lavis war ein Architekt aus dem 19. Jahrhundert, der die einzelnen Stationen entworfen und gebaut hat und die wir uns nach und nach anschauen. Den Anfang macht das Glashaus. Und was heute ein beliebter Anlaufpunkt für Kaffee und Kuchen ist, war früher das Gewächshaus des Schlosses Derneburg. Denn dort befindet sich der Pfad, den übrigens Graf Ernst zu Münster in Auftrag gab. Nur so für die geschichtlich Interessierten unter euch. In dem Haus wohnten übrigens die Gärtner. Gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Am allerbesten fand ich aber den Blick auf die Weide. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag Kühe einfach. Lediglich Krümel ist das Fleckvieh etwas suspekt. Guck mal da. Ja, siehst du sie? Kannst du sie gucken? Da. Genau. Diese hier waren tatsächlich auch recht zutraulich und neugierig. Was halte ich da auch für ein komisches Ding über den Weidezaun? Ob das wohl schmeckt? Für uns geht's jetzt jedenfalls weiter. Auf geht's zum Mariensee. Auf dem Weg dorthin kommen wir an diesem Gebäude neben einem Bachlauf vorbei. Es liegt unterhalb des Schlosses. Und natürlich müssen wir uns das genauer anschauen. Mit den Rädern ließ sich wohl das Schott öffnen und schließen und den Wasserlauf des Baches regulieren. Wozu das nötig war, erkennt man, wenn man sich das Gebäude etwas genauer ansieht. Denn vor dem Gebäude hätten wir ihn fast übersehen. Den Mühlenstein, der ganz offensichtlich zu der alten Mühle gehört. Leider ist die Tür abgeschlossen. Doch so schnell geben wir nicht auf. Auf der Rückseite befinden sich nämlich auch noch ein paar Türen. Die sind zwar zu, doch spicken kann man schon. Leider kann man aber nichts erkennen. Schade, denn interessiert hätte es mich schon, ob das von innen noch nach Mühle ausschaut. Egal, so setzen wir unseren Weg fort. Die Lavisbrücke führt zum ersten Vorboten des Mariensees. Ist noch ein Boot drin? Ja, ist ein altes Bootshaus. Schon sind wir da und es ist Zeit für ein kleines Päuschen. Sasna. So, wir sind, hoppala, Krümel. Wir sind am Mariensee angekommen und das kleine Bootshaus, was wir eben gesehen haben, das gehört auch schon dazu. Da konnte man nämlich tatsächlich früher auch auf dem See Boot fahren, die feine Gesellschaft. Die ganz feine. Naja, wir können es uns von hier aus angucken. Genau. Ist auch schön.
Nein. Hey! Nein. Und so machen wir langsam und genießen die Zeit am See, die viel zu schnell verrinnt. Kommen wir jetzt zur nächsten Station. Naja, so eine Wanderung macht durstig. Hier sind wir jetzt angekommen, wo unser Graf samt Familie zu Münster postmortem seinen Lebensabend verbringt. Stimmt ja nicht ganz, wo er beerdigt ist. Und es ist schon klar, was ist standesgemäß für einen solch mächtigen Mann? Richtig. Eine Pyramide. Ganz genau. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind hier schon vor, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Jahren irgendwann gewesen und greifen jetzt mal auf Archivmaterial zu. Aber ich denke, das passt auch. Hat sich nichts verändert. Hat sich nichts verändert. Wir haben schon geschaut. Im Innern der Pyramide liegt der Graf neben seiner Frau und seinen Töchtern begraben. Die restlichen Gräber gehören weiteren Familienangehörigen. Jetzt kommen wir aber zu unserem persönlichen Moment. Wir machen uns auf dem Weg zu einem griechischen Teetempel, wo der Graf mit seiner Familie des Öfteren verweilte und seinen Tee genossen hat. Und genau das haben wir jetzt auch vor. Ich glaube, wir kommen nicht mehr rein. Da drin war ein super schönes Kaminzimmer. Ne? Ja. Aber das ist wohl verschlossen. Ja. Aber es gibt eine Veranda und da setzen wir uns hin und haben uns auch ein lecker Teechen mitgebracht für unseren Moment. Genau. Der Tempel liegt auf dem sogenannten Donnerberg. Also auf nach oben. Hier haben sich Kinder richtig Mühe gegeben. Aber der Tempel liegt genau auf der anderen Seite. Den müssen wir uns natürlich erst einmal anschauen. Aber wie gesagt, man kommt nicht rein. Und leer ist er auch. Nur noch kurz zusammenfegen. Fertig. Vorsicht, Krümel. Uiui. Und jetzt ist der Moment gekommen,
für unseren Moment. Und wir trinken eine Tasse Tee. Genau. Damit haben wir unseren ganz persönlichen Moment erreicht für heute. Tee trinken. Im alten Teetempel. Im alten Teetempel. So schaut's aus. Und während vorne die Wanderer kommen und gehen, lassen wir es uns hier hinten richtig gut gehen. Oh, jetzt haben wir unsere Teezeremonie beendet und machen uns jetzt auf die Suche nach einem Objekt, welches eigentlich auch zu diesem Pfad gehörte. Definitiv. Der aber tatsächlich der breiten Masse nicht mehr so geläufig ist und in Vergessenheit geraten ist. Es handelt sich dabei um? Um einen Aussichtsturm, wo der Graf zu seinem Lebensende immer drin saß und dann hier auf seinen Landschaftspark geschaut hat, denn damals gab es die ganzen Bäume hier noch nicht. Stimmt, also man konnte damals wirklich von jedem Monument, auch hier von dem Tempel, ist ja kein Tempel, ne? Ja, Teehaus. Ist ja sein Teehaus, genau. Ne? Also auch von dem Teehaus zu den einzelnen Stationen des Lavispfades gucken, auch zu dem Turm, den wir hoffentlich finden. Wir wissen auch noch nicht, wo er ist. Der ist gar nicht hier so Nein. In der Gegend. Da müssen wir noch eine Ecke laufen und bin gespannt, ob wir das heute noch hinbekommen. Ich denke aber schon. Dann sollten wir jetzt einpacken. Gehen wir erstmal jetzt auf die Suche, ja? Und wir gehen auf die Suche. Gut. Sonjas Recherchekünsten sei Dank haben wir die Lage des Turms ausfindig machen können. Und wer hätte gedacht, dass er landschaftlich so schön gelegen ist? Ja, noch einen kurzen Marsch hier durch den dunklen Wald haben wir ihn tatsächlich gefunden. Also es ist so, der ist hier nicht ausgeschildert tatsächlich. Man muss in etwa wissen, wo man ihn zu suchen hat. Und dann findet man ihn auch. Aber man kann sonst sehr schnell dran vorbeilaufen. Hier hinten befindet er sich. Hinter den Bäumen. Jetzt mal ehrlich. Stellt man sich so nicht Rapunzels Turm vor? Müssen wir natürlich sofort schauen, ob sie auch noch zu Hause ist. Der Turm, den wir euch gleich zeigen, der gehörte tatsächlich auch dem Grafen. Und den hat er erbauen lassen, damit er von ganz oben auf die andere Seite der Innerste rüberblicken kann, wo er seinen Landschaftsgarten hat. Da konnte er sein Schloss sehen und den Teetempel. Und das war wohl zum Lebensende von ihm auch sein Lieblingsplatz. Da saß er wohl oben in seinem Turmzimmer immer drin. Jetzt komme ich auch noch mal. Es ist offen. Tja. Dann wollen wir ihn mal von innen unter die Lupe nehmen. Krümel ist das gar nicht geheuer und er wartet lieber draußen.
Schneider führt die Treppe ins Nichts. Ja, schade, dass man nicht mehr hochkommt. Die Treppen sind abgebaut, runtergekommen, wie auch immer, um wahrscheinlich dann Wanderer vor sich selbst zu schützen, weil so ein bisschen baufällig war es da drin auch. Ja. Aber trotzdem schön, dass man unten rein konnte. Ja. Ne, und man hat einen Eindruck bekommen, ja, wie der Graf zu Münster dann da über sein Anwesen geblickt hat und diese ganzen schönen Stationen, die wir heute besucht haben, ja, im Abend, in der Abendsonne genossen hat. Genau. So machen wir uns zurück zum Auto. Unterwegs finden wir aber noch diese kleine Blindschleiche, die sich in der Vorabendsonne über den Weg schlängelt. So, und nach dem gelungenen Ausflug knurrt uns ganz schön der Magen. Ihr habt gesehen, wir hatten vorhin nur eine Beefy. Und deswegen gehen wir jetzt noch schick essen, und zwar griechisch. Also erstmal die Speisekarte gecheckt. Und was bestellt man sich beim Griechen typischerweise? Richtig, einen leckeren Salat. Das ist natürlich Quatsch. Und Krümel zeigt an, dass es jetzt richtig losgeht. Den bekomme ich. Dankeschön. Ich habe hier Pommes hinten mit ihm. So, das war gut. Ich habe es gar nicht mehr aufessen können. Und gesättigt geht's jetzt nach Hause. Und ich hoffe aber, dass wir uns wiedersehen, und zwar bei unserem nächsten Moment. Salut!